In diesen Tagen gibt es jede Menge spannenden Gesprächsstoff. Da werden nach wie vor Geheimtreffen thematisiert, die nachweislich keine waren. Menschen werden diffamiert, die nur zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Journalisten, die ihren Aufgaben nachgehen und kritisch hinterfragen, werden bedroht, arrestiert oder kommen gar ums Leben. Hinzu kommen Regierungen, die Gesetze erlassen, die Haft vorsehen für Menschen, die sich kritisch gegen mRNA-Impfungen oder den Klimawandel äußern. Ich könnte zudem das Demokratieförderungsgesetz ansprechen, den Great Reset, die WHO oder das WEF. Angesichts der Vielfalt der Themen ist es daher durchaus eine gewisse Herausforderung, den Überblick und vor allem die Gelassenheit zu bewahren. Doch wenn man die richtigen, und damit meine ich die unabhängigen Experten an seiner Seite weiß, erleichtert das die Sache ungemein. Und es ist mir eine große Freude, Ihnen, werte Zuschauer, das Leben mit dieser Sendung etwas leichter und angenehmer zu machen. Und damit begrüße ich Sie herzlichst zu einer neuen Ausgabe von Auf 1 Spezial. Aktueller als in dieser Sendung können Informationen nicht sein, liebe Zuschauer, denn ich begrüße zwei Gäste, die vor kurzem erst aus dem Flugzeug gestiegen sind und direkt von einem internationalen Meeting in Washington zu uns ins Studio gekommen sind. Auf der einen Seite ist dies die Ärztin, Resilienztrainerin, Mutter und unerschrockene Kämpferin für die Menschheitsfamilie, Dr. Maria Hubmer-Mock. Guten Tag. Herzlich willkommen. Und auf der anderen Seite ein Schweizer Jurist, der sich wie kaum ein Zweiter in den Themen WHO, Pandemievertrag und internationale Gesundheitsvorschriften hineingearbeitet hat. Philipp Kruse, Grüezi. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir wollen keine Zeit vergeuden, kommen gleich zur Sache und fragen, was war denn der Anlass Ihrer Reise in die USA? Ladies first. Gerne. Mich hat Lilly, eine Freundin aus Kanada, kontaktiert, die gemeinsam mit ihrem guten Freund, der auch Robert heißt, einen Kongress wieder organisiert hat. Und zwar zuerst hat diese Kongressreihe geheißen International COVID Summit, also internationaler Covid-Kongress, ja. Das wurde dann umbenannt in den International Crisis Summit, weil wir natürlich mehrere Fronten haben sich aufgetan bei den Aufgewachten gut zu erkennen über die letzten Jahre. Und nachdem, und davon wissen die meisten Zuseher etwas, im Mai letzten Jahres im EU-Parlament in Brüssel der ICS Nummer 3 stattgefunden hat mit Top-Speakern. Auch Professor Dr. Arne Burkhardt hat dort noch gesprochen vor seinem tragischen Versterben, aber er hat dort noch ein Statement abgegeben im EU-Parlament. Und da kommen internationale Speaker zusammen, Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte, Leute, die einfach wirklich in den letzten Jahren hier gut Aufklärung geleistet haben. Hier werden sozusagen die den Veranstaltern bestvorkommenden und am besten dafür geeignetsten eingeladen. Und der International Crisis Summit Nummer 4 hat dann in Rumänien stattgefunden. Das war Mitte November 2023. Und jetzt eben hat man sehr kurzfristig diesen Kongress organisiert, da man das Angebot bekommen hat, im Speziellen Dr. Robert Malone, der mit Lilly und dem anderen Robert zusammenarbeitet, dass das jetzt Ende Februar in Washington DC über die Bühne geht. Und zwar sozusagen als Side-Event, als zweiter Kongress neben oder im Rahmen dieses großen CPAC-Treffens. Das ist die Conservative Politicians Association Conference, kurz CPAC. Und wir hatten sozusagen jetzt nicht direkt ein CPAC-Event, aber wir waren in diesem Gebäude sozusagen als Side-Event, als Kongress angemeldet und internationale Speaker wurden eingeladen. Im Speziellen hat mich eben auch Lilly gefragt, ob ich an deutschsprachige Politiker herantreten könnte, um die dann auch dorthin einzuladen, damit wir in diesem Krisensummit eben auch die Politik hereinholen erstmalig, weil wir wissen, wir müssen zusammenarbeiten. Wissenschaft und Politik, und zwar die Politiker, die gecheckt haben, was da läuft, müssen verstärkt zusammenarbeiten. Und Ihre persönliche Intention mit dieser Reise?
Die persönliche Intention ist gewiss, da ich ja auch die Teilnehmenden gut kenne, schon über lange Zeit mit ihnen verbunden bin. Ich war auch sehr schnell das einzige europäische Mitglied im sogenannten Global Covid Summit. Das ist eine Gruppe, zu der zum Beispiel Ryan Cole, der auch schon immer auf ein Studio ein Interview gegeben hat, dazugehört. Und für mich war klar, wenn ich die Einladung erhalte, dass ich jetzt zu einem Thema, in dem Fall WHO aus der medizinischen Sicht spreche, dass ich diese Einladung sehr gerne annehme. Und natürlich habe ich dann auch mitunter auch Philipp Kruse vorgeschlagen. Der wurde aber von mehreren Seiten vorgeschlagen, auch von der Anthrax-Expertin Dr. Meryl Nass aus den USA, dass auch unbedingt diesmal der Schweizer Philipp Kruse mit dabei sein soll. Dieser Philipp Kruse genießt einen absoluten Expertenstatus, wenn es um die WHO geht. Was waren Ihre Absichten, teilzunehmen? Und erzählen Sie uns noch ein bisschen etwas über die gesamten Teilnehmer dieses Kongresses. Ja, ich wurde Anfang des Jahres angefragt, kontaktiert von Dr. Meryl Nass, auch von Maria Hubmann-Mock, und zu einem Zoom-Meeting gebeten. Dort waren dabei Ryan Cole, Dr. Jessica Rose, Dr. Meryl Nass, es waren auch Dr. David Martin dabei. Und es ging ganz generell um die Planung dieses Wissenschaftler- und Expertenkongresses. Jeder aus seinem Fachbereich heraus, alles mit Leuten, die ich schon selber kannte, die großartige Arbeit geleistet hatten als Wissenschaftler, auch in der Aufklärung. Und ich wurde gebeten oder angefragt, ob ich zum Thema WHO etwas beisteuern könnte. Und da habe ich sehr gerne zugesagt, weil ich gerade diese Umgebung in den USA auch sehr spannend finde, weil die meisten einfach zahlenmäßig der Experten aus den USA kommen. Und da war es für mich eine Ehre, eingeladen zu werden als Speaker für diese Konferenz. Was waren denn die Themen? Was wurde ganz konkret behandelt? Es waren, man kann sagen, das gesamte Spektrum, das in den letzten knapp 4 Jahren relevant war für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft, vom Medizinischen über das Wissenschaftliche bis über die Medien, über die Politik und natürlich auch das Rechtliche. Es kam sogar ein Pfarrer auch noch zu Wort und es waren auch Aktivisten aus Kanada dort von der Trucker-Bewegung, die berichtet haben, sehr eindrücklich berichtet haben. Kurzum, es war das gesamte Spektrum derjenigen dort, die in den letzten 4 Jahren in einem dieser Bereiche sich sehr aktiv engagiert und auch exponiert hatten. Man kann quasi davon sprechen, dass das ein Kongress der Aufklärer, der Experten waren, die größtenteils auch anderer Meinung waren als das, was so die Regierungen weltweit als die richtigen Maßnahmen erkoren hatten. Was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse in diesen Sitzungen, in diesen Gesprächen? Also zum einen einmal noch einmal ganz klar, und zwar mit dem Stand der Wissenschaft mit Ende Februar 2024, dass hier wirklich noch einmal ganz genau aufgezeigt wurde, was hat es mit den sogenannten Covid-19-Impfungen, wir wollen sie ja Spike-Stoffe wie Professor Dr. Dr. Martin Haditsch nennen oder eben Gentherapeutika nennen. Da ist noch einmal ganz klar erzählt worden, was hier zum einen passiert, was es für Nebenwirkungen gibt. Es wurde ganz klar besonders von Jessica Rose auch gezeigt und aufgezeigt, die Nebenwirkungsmeldedaten aus diesem amerikanischen Meldesystem VAERS. Es hat aber auch gesprochen Ed Dowd, er ist vielen bekannt, er ist ein Whistleblower und er hat hier auch die Übersterblichkeitszahlen mathematisch dargestellt und eben diese Versicherungszahlen, dass man gesehen hat, viel zu viele junge Menschen sterben. Er hat dann aufgezeigt die Daten von zum Beispiel 20- bis 44-Jährige und so weiter, hat das sehr genau beleuchtet, das war sehr spannend. Es waren auch eben der sehr berühmte, mittlerweile sehr berühmte in unserer Wissenschaftsszene rund um die Covid-Aufarbeitung, Kevin McKernan. Er hat eine große Rolle gespielt beim Human Genome Project und vielen wird jetzt sofort klar sein, wovon ich spreche, das Hashtag Plasmidgate, das hier die Runden gemacht hat. Da war er einer der ersten, die das beschrieben haben. Jessica Rose hat mit ihm daran gearbeitet, noch ein paar Wissenschaftler und all jene haben hier wirklich, aber ganz speziell und sehr in ihrer Fachexpertise, aber auch klar verständlich noch einmal alles zusammengefasst, was es zu wissen gibt. Und so wie Philipp schon gesagt hat, besonders auch die rechtliche Komponente wurde beleuchtet, besonders rund um das Thema dieser UN-Organisation namens WHO, Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, ich finde, es waren wichtigste Bereiche perfekt ausgeleuchtet und für jeden klar verständlich.
Die Systemmedien würden jetzt wahrscheinlich schreiben, es war ein großes internationales Schwurbler-Treffen und die Leute dort haben noch einmal das gesagt, was sie ohnehin die letzten 3,5 Jahre schon von sich gegeben haben. Da darf ich einen Schwenk erzählen, und zwar habe ich vorgeschlagen, dass Gerald Hauser auch bei dem Kongress spricht. Ich wurde gefragt, ob ich zu deutschsprachigen Politikern Kontakt habe, weil ich finde, er hat großartig seine Rolle wahrgenommen, im österreichischen Nationalen Parlament immer wieder aufzuklären. Das kann man nicht wegwischen, das wurde im Staatsfunk auch übertragen, wenn er über die WHO schon längstens aufgeklärt hat. Und ich habe gesagt, holen wir bitte diesen Mann auch, weil er ist einer, der es vormacht. Das müsste in jedem Parlament auf der ganzen Welt so passieren. Und Gerald Hauser hat sich auch wunderbar, hat diese Rede auch englisch gehalten und er hat dann auch von seinen Büchern gesprochen. Und ich erinnere mich mit einem Schmunzler an seinen Auftritt zurück, als er dann gesagt hat, ist ja schwer zu übersetzen, der Titel, und die Schwurbler hatten recht. Ja? Und dann hat er eben versucht, im Englischen auch auszudrücken, was denn die Schwurbler sind. Und da habe ich ein bisschen schmunzeln dürfen, weil es dann natürlich keine 1:1 Übersetzung gibt ins Englische. Es gab Erkenntnisse in Bezug auf die Nebenwirkungen der mRNA. Wie soll man jetzt sagen, laut Professor Dr. Hanisch? Ich würde sie Spike-Stoffe nennen. Spike-Stoffe. Kann man das zusammenfassen, was denn die konkreten Ergebnisse diesbezüglich waren? Aus meiner Sicht war es eine Bestätigung der bisherigen Erkenntnisse. Ich war ja nicht nur wegen der WHO-Thematik dort, ich habe mich ja auch mit diesem Thema aufgrund meiner Strafanzeige gegen Swissmedic sehr intensiv in den letzten 2,5 Jahren befasst. Und für mich war es eine Bestätigung aller bisherigen Erkenntnisse. Die Evidenz hat sich verdichtet, sie hat sich bestätigt, sie hat sich verfeinert, sie hat sich buchstäblich aufgetürmt. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es eine bestimmte Erkenntnis gab, die völlig neu war, sondern es war schlichtweg die Qualität und die Quantität, die hier zugenommen hat. Auch eine Bestätigung der damaligen Erkenntnisse ist ja jetzt wichtig. Aber jetzt hat man wahrscheinlich auch in mehreren Studien, ich habe ja auch diesen Kongress verfolgt, es gab ja auch Übertragungen, es gab neue Studienergebnisse. Jetzt müsste doch normalerweise in allen Presseorganen so langsam, aber sicher dann auch mal dastehen, jawohl, da gab es jede Menge Nebenwirkungen. Warum liest und hört man nichts davon, Herr Kruse? Das ist das Phänomen dieser Zeit. Es gibt angefangen von der Ausgangslage der Funktionsweise dieser Substanzen, dieser mRNA-Injektionen, ja schon mal das Ausgangsproblem, dass niemand sagen kann, wie viel dieser Spike-Proteine im Körper gebildet werden, wo, wie lange dieser Produktionsprozess anhält. Und seit kurzem wissen wir auch durch eine weitere Studie bestätigt, dass man nicht einmal die Qualität dieser Spike-Stoffe festlegen kann. Da werden alle möglichen Varianten gebildet. Kurzum, niemand hat eine Ahnung dessen, was hier überhaupt im Körper gebildet wird. Das alleine wäre ein Skandal wert, ist ein Skandal und wäre die Berichterstattung wert. Aber wir sehen, dass egal wie deutlich diese Evidenz ist und egal wie stark und belastbar, es wird erfolgreich verdrängt. Das ist ein unglaubliches Phänomen. Und auch weitere Erkenntnisse, übrigens auch neue Erkenntnisse, werden ganz stark verdrängt. Für mich persönlich war neu zu sehen, dass die Amerikaner selber ganz genau wissen, dass der Ursprung dieser Forschung, der Ursprung dieser Produkte Amerika selber ist und dass die amerikanischen diverse Forschungsstätten mit Geldern, die der Kongress, also sprich der Steuerzahler aus den USA selber bereitgestellt hat, mit solchen Steuergeldern wird Gain of Function betrieben mit dem Ziel, solche mRNA-Produkte, aber auch Viren oder Erreger herzustellen, die eben schädlich sind. Das Ganze unter dem Titel von Biodefense, also Abwehr. Und in Wirklichkeit werden aber gefährliche Substanzen hergestellt, welche den Menschen in der Hauptsache schaden. Und das war auch ein Thema an diesem Kongress. Das wurde vorgetragen von Herrn Dr. Harvey Riesch. Ich kann jedem nur empfehlen, zu diesem Vortrag sich vorzuspulen oder zurückzuspulen. Er hat zweimal gesprochen, denn hier hat er die Erkenntnisse, die auch Robert F. Kennedy in seinem jüngsten Buch sehr gut zusammengetragen hat, hat er hier hervorragend zusammengefasst. Und ich habe ihn gefragt, meine Güte, warum weiß das niemand? Wenn man wissen würde, dass mit den Geldern der amerikanischen Steuerzahler gefährliche Substanzen, Erreger, wie auch Impfsubstanzen hergestellt werden, dann müsste man doch sofort auf den Stoppknopf drücken. Und da hat er genau dasselbe auch gesagt, die Medien bringen es einfach nicht, obwohl es so bekannt ist und obwohl es einen solchen Skandalcharakter hat.
Liebe Zuschauer, für Sie zu Hause an dem Bildschirm ist vielleicht vieles, was da an Erkenntnissen gesammelt wurde, eine Bestätigung dessen, was Sie in den vergangenen Jahren bereits bei Auf 1 gehört haben. Wir wollen das aber nochmal aufarbeiten, weil es wichtig ist, wenn wir dann gleich über die Rolle der WHO zu sprechen kommen. Bleiben wir nochmal bei den Erkenntnissen. Frau Hubmann-Mock, Sie haben gerade auch erwähnt, Sie haben über die Übersterblichkeit gesprochen. Da gab es ebenfalls Erkenntnisse, da gab es ebenfalls neue Studienergebnisse. Wir haben ja auch in Deutschland mit dem Marcel Bartz, den Erbsenzähler, jemanden, der sich diese Übersterblichkeit angeschaut hat. Wie lässt sich diese Übersterblichkeit in wenigen Sätzen noch einmal darstellen für unsere Zuschauer? Welche Ergebnisse gab es da? Ich möchte auch auf Tom Lausen verweisen, der ja auch Datenspezialist ist, was das betrifft, in Bezug auf die Zahlen vom Paul-Ehrlich-Institut. Ja, der hat auch unlängst ein Buch herausgebracht, amtlich, weil diese Zahlen im Grunde amtlich sind, aber es wird auch nicht in den Mainstream-Medien darüber berichtet. Im Grunde geht es jetzt hier genau darum, und da möchte ich auch sagen, was diese Übersterblichkeit dann auch oft mitbedingt, und das war auch ein großes Thema, eben dieses sogenannte plötzlich und unerwartet, das ist dann auch ein Thema geworden, dass es auch erwähnt wurde, dass in Kanada mittlerweile Werbespots laufen, wo es als normal angesehen wird, dass mal ein Kind einen Herzinfarkt bekommt, wenn es Sport ausübt. Und da laufen so Werbespots, es kann auch Kinder treffen, und dann wird sozusagen ein bisschen darauf hingewiesen, schauen wir, dass wir alle unsere sozusagen Erste-Hilfe-Maßnahmen ein bisschen stärken, weil könnte ja jeden treffen jederzeit. Also das ist völlig grotesk, was hier läuft. Ich habe das in meinem Medizinstudium, das 2001 gestartet hat, nie gehört, dass das so typisch ist, dass Kinder tot umfallen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es ist angeschaut worden, einerseits diese Daten aus den Versicherungen, andererseits haben sich andere, auch Medienschaffende, die Mühe gemacht zu schauen, wie viele Fälle von plötzlich und unerwartet auf dem Sportfeld hat es denn gegeben. Und man muss sich hier zusammenfassend anschauen, und das ist wirklich eine sehr gute Datenquelle. Es gibt zum einen Diversdaten, das ist diese Datenbank, wo eingegeben wird, zum anderen in Amerika, zum anderen gibt es V-Safe Data, die wurde freigeklagt, und zwar von der Informed Consent, also informierte Entscheidung, Action Network rund um Dell Bigtree, der auch eine sehr gute Sendung hat, The Highwire in den USA. Ich habe oft darauf berufen, dass ich mich hier sehr früh in der sogenannten Pandemiezeit erkundigt habe bei seinem TV. Und da geht es darum, dass V-Safe-Daten aufgedeckt wurden. Es wurde aber auch gezeigt, dass hier einfach Meldungen, also Meldungen von Todesfällen auch verschwunden sind. Das hatten wir auch zuletzt in den Berichten gehört aus der EMA-Datenbank. Und da muss man sich fragen, was wird hier versteckt? Kurz gefasst, es sterben viel zu viele Menschen in einer Alterskohorte, was völlig untypisch ist. Das ist diese Übersterblichkeit berechnet auf die vorherigen Jahre. Hier gibt es sehr gute Daten aus UK, aus Großbritannien. Und dann sieht man eben auch, und das ist genau der Punkt, diese sogenannten Turbokrebs, diesen Begriff hat, so mir das bekannt ist, auch wirklich der Professor Burkhardt begründet, dass hier einfach Krebs in Stadien, also in fortgeschrittenen Stadien erst diagnostiziert wird bei teilweise viel zu jungen Patienten, viel zu schnell auch dann tödlich ist. Und hier wurden auch Mechanismen zu dieser Krebsentstehung ein bisschen besser erläutert. Und was ich noch kurz ergänzen darf, wer auch noch gesprochen hat, das waren auch Psychologen, und zwar, dass wir das vielleicht noch kurz erklären. Wir hatten am Freitag, den 23. Februar, eine Konferenz, das wurde dann fortgesetzt mit einem Closed-Door-Event, wo wir uns mal ohne Kameras intensiv ausgetauscht haben. Danach eine Medien-Online-Konferenz, das war dann der Sonntag, der 25. Und worauf wir sicher auch jetzt noch beziehen dürfen, wo dann noch mehr Sprecher hereinkamen, das war dann auch eben der Privatdozent Dr. Michael Nehls, das indoktrinierte Gehirn, ist ja das Buch, das unlängst erschienen ist, der hat am 25. gesprochen. Und dann, als ob das nicht schon genug wäre, kam der nächste Expert noch drauf. Das war dann nämlich Professor Matthias Desmet, die Psychologie des Totalitarismus ist das Buch, das er geschrieben hat, und da haben wir von ihm, aber auch von Jason Christoph, einem Psychologen aus Kanada, gehört, auch sein Vortrag unglaublich gut, wie funktioniert Medienpropaganda. Und da ist noch einmal mehr Forschung von den beiden letztgenannten Herren gerade am Laufen. Ich habe auch vorhin mit Michael Nehls telefoniert, er ist gerade in den USA, gibt ein Interview, weil er seine Forschung auch noch mal mehr darauf bezieht, wie ist es möglich, Menschen so zu täuschen und lenkbar zu machen. Jetzt habt ihr jede Menge Erkenntnisse vor Ort gemeinsam gesammelt mit den Experten aus vielen anderen Ländern. Können Sie etwas sagen zu der Anzahl der Nationalitäten oder der
Länder, die vertreten waren? Ich würde nachrechnen, während der Philipp seine vorherige Frage, also seine nächste Frage, meine ich, beantwortet. Aber ich würde jetzt mal grob schätzen, wenn ich es kurz aufzählen dürfte, es war Schweiz, Deutschland, Österreich, Kanada, USA. Wir haben kennengelernt Menschen aus Brasilien, jetzt nicht als Speaker, aber die auch bei dieser Konferenz dann dabei waren. Und es waren noch viele Nationalitäten wie aus Italien, aus Spanien, Mexiko. Und Mexiko, genau. Also wirklich aller Herren Länder quasi. Erkenntnisse. Und pardon, Rumänien und Holland vertreten durch den rumänischen Member of European Parliament Christian Teres oder durch den niederländischen MEP, ist die Abkürzung dafür Rob Roos. Erkenntnisse ist ja das eine, aber die Handlungen, die daraus resultieren, das andere, das letzten Endes auch Entscheidende. Was sind denn dann konkrete Maßnahmen, die Sie mit anderen beschlossen haben, die in die Umsetzung gehen in den einzelnen Ländern? Die Konferenz war nicht konkret darauf ausgerichtet, Maßnahmen zu beschließen. Aber wir haben in die Zukunft geschaut. Und die Zukunft wird von den neuen Verträgen zur Pandemie von der WHO dominiert, sehr stark. Wenn wir es nicht schaffen sollten, die Inkraftsetzung dieser Verträge zu verhindern. Und dementsprechend gab es eben auch einen kleinen Block zum Thema WHO. Zu diesem Thema haben beigetragen Dr. Meryl Nass, dann Frau Dr. Maria Hubmer-Mock, dann meine Wenigkeit und dann wurde es auch noch angesprochen vom MEP aus den Niederlanden von Rob Roos. Also wir waren zu viert, die sich um dieses Thema gekümmert haben. Und sind Sie dann am Ende des Tages alle wieder in den Flieger gestiegen und nach Hause gereist und jetzt machen wir alle so weiter? Oder gibt es ganz konkrete Dinge, wo Sie sagen, Frau Dr. Hubmer-Mock, das packe ich jetzt als nächstes an, gemeinsam mit meinem Team oder gemeinsam auch mit Gerald Hauser, der ja auch die Politik vertreten hat? Ja, also wir haben definitiv Gruppen, die sich schon zuvor gegründet hatten. Das ist die Gruppe Door to Freedom. Da gibt es eine Webpage, gleichnamig, ich glaube mit .org. Und wir haben eben auch hier beschlossen, und da möchten wir auch die Zuschauer gleich herzlich dazu einladen, denn wir fürchten uns nicht, wir gehen in die Höhle des Löwen. Und zwar findet ab dem 24. Mai 2024 die Generalversammlung der WHO mit den Delegierten aus den 194 Ländern statt. Die werden dort tagen, die werden dann über diese jetzt noch Entwürfe entscheiden und wir gehen voll rein in the belly of the beast. Es wird eine Rechtsanwaltspressekonferenz geben, das können wir so viel schon sagen, am 30. Mai, die wird sicher live gestreamt werden und wir werden am 1. Juni nach Genf aufrufen und das möchte ich auch den Zuschauern sagen, wenn sie es sich irgendwie einteilen kommen können, kommen Sie bitte am 1. Juni am 14 Uhr am Place des Nations in Genf. Wird es eine ganz große Kundgebung geben. Aus der ganzen Welt kommen Speaker zu uns auf die Bühne. Wir werden das Ganze auch live streamen. Wenn Sie nicht dabei sein können, dann seien Sie so dabei. Und es wird hier von uns ganz klar das Zeichen gesetzt, nicht mit uns. Wir werden mehr und mehr Leute mit ins Boot holen, super aufklären, dass es auch jeder verstehen kann. Und die Action, die natürlich nicht nur aus unseren Ländern jetzt gestartet wurde, das wurde parallel auch in Amerika sozusagen die gleiche Idee geboren. Wir haben das schon in vielfachen Meetings und Präsentationen gesagt. Was es braucht, ist, dass es heruntergebrochen wird. Worum geht es? Und da werden wir jetzt gleich dazu mehr hören. Und dass die Menschen auch aufgerufen sind, mit einfachen Dokumenten ihre Regionalpolitiker anzusprechen. Das heißt, ich wohne in irgendeinem kleinen Dorf, ich gehe zu dem Bürgermeister, häufig ist man da auch per Du, und dann sage ich, Franz, was ist da los? Schau, das habe ich jetzt so verstanden, das hat dieser Rechtsanwalt so erklärt. Was ist hier los? Sprich mit der Nächsten, mit der Landesebene, mit der Bundesebene deiner Partei, denn das ist sicher keine Gesundheitsorganisation, die es nur gut mit uns meint. Und vor allem, schau dir an, wer eigentlich die Gelder dieser Organisation bringt. Und wenn man da die Leute aufrüttelt, kann jeder mittun und kann jeder sozusagen etwas beitragen. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Was glauben Sie, wie groß oder klein ist der Wissensstand bei Bürgermeistern? Ah, der ist, bin ich überzeugt, gering. Ganz sicher, weil auch ich habe mich mit dem Medizinstudium, mit dem abgeschlossenen, mit der WHO bis dato nicht wirklich auseinandergesetzt.
außer man hat einfach gelernt, was ist die Definition von Gesundheit, dass das nicht bloß das Fernbleiben von Erkrankung ist, dass es da auch um das Soziale und so weiter geht. Und wenn man dann hergeht und sagt, hier ist im Grunde das, was so schön in den Statuten von der WHO klingt, etwas, was aber so gar nicht umgesetzt wird, wenn man mal da dem sogenannten Geld folgt. Follow the money ist dieser Überbegriff international. Und wenn man einfach schaut, was hat die WHO eigentlich in Krisenzeiten bis jetzt geleistet oder eben verbrochen, würde ich mittlerweile sagen. Herr Kruse, was sind Ihre größten Kritikpunkte? Zählen Sie bitte nicht alle auf, das würde den Rahmen unserer Sendezeit hier sprengen, aber so, was sind die größten Kritikpunkte, die Sie haben? Mein größter Kritikpunkt ist, dass die WHO es sich anmaßt, für die Zukunft schon das zu tun, was sie in der Vergangenheit getan hat, nämlich festlegen zu dürfen, wann die Menschen krank sind, festlegen zu dürfen, was sie dann zu tun haben und rechtsverbindlich für die Staaten festlegen zu dürfen, welche Substanzen sie zu nehmen haben, ohne dass die Menschen dann auch noch ein Mitspracherecht haben, ohne dass man ihnen sagt, was in diesen Substanzen tatsächlich drin ist und vor allem ohne dass die Menschen sich auch dagegen entscheiden können. Das ist ein One-Size-Fits-All, ein Approach, eine Grundhaltung, die zutiefst dem Grundverständnis eines normalen Arzt-Patienten-Behandlungsverhältnisses widerspricht, das ja auf das Individuum Rücksicht nehmen muss und wo nicht der Arzt von vornherein sagt, ich weiß ganz genau, wann Sie krank sind, ich weiß ganz genau, was Sie dann zu nehmen haben, ich dulde keine Zweitmeinung und ich werde niemals irgendeine Haftung übernehmen und rechenschaftspflichtig sein. Aber genau darauf läuft es eben hinaus. Und dieses Recht, das zu tun, das wird jetzt gerade aktuell ausgehandelt und soll von den Regierungen der WHO übertragen werden. Und dann haben wir eine Situation, wo so weitreichende Entscheidungen ganz weit weg von ein paar wenigen Menschen getroffen werden, die direkte Auswirkungen haben werden für unser Leben, für unsere Gesundheit, für unsere Wirtschaft, ohne dass wir etwas dagegen tun können und vor allem ohne dass wir diese Leute gewählt haben und ohne dass wir jemals die Chance wieder haben zu sagen, stopp, das wollen wir nicht. Das alles steckt in diesen Verträgen begründet und deshalb müssen wir uns dagegen zur Wehr setzen, denn wenn einmal diese Kompetenz erst übertragen wurde, dann ist es praktisch nicht mehr möglich oder nur mit sehr viel Glück und sehr, sehr viel Aufwand, Stichwort Brexit zum Beispiel, dort wieder auszusteigen. Und deshalb ist es so wichtig, die Menschen jetzt zu informieren, was auf sie zukommt, dass es eben am Ende eine Art Durchgriffsvertrag wird, ein Gesundheitsvertrag, bei dem ein paar ganz wenige Menschen direkt durchgreifen dürfen in unsere Sphäre, in unsere Privatsphäre, ohne dass die uns sagen müssen, warum, welche Substanzen und dass es jemals eine Rechenschaftspflicht geben wird. Und das darf nicht sein, das verstößt gegen sämtliche Grundprinzipien unseres Rechtsstaates und vor allem auch gegen sämtliche Grundrechte, die wir haben. Herr Kruse, die deutschen Politiker sehen das zur Gänze anders. Wir hatten vor kurzem wieder mal eine Debatte, sensationelle 30 Minuten wurden dafür anberaumt, um noch einmal über die WHO und die Verträge zu sprechen, 30 Minuten. Und erneut hat sich das Gros der deutschen Politiker dafür ausgesprochen, der WHO die Kompetenzen zu geben, zu übertragen. Und es gibt immer wieder von Seiten der Politiker auch die Bemerkungen, wir haben jederzeit die Möglichkeit, Einspruch zu nehmen, souverän zu bleiben und selbst zu entscheiden. Was ist da dran? Das ist eine Behauptung. Man muss wissen, dass diese Verträge abgeschlossen werden und völkerrechtliche Verbindlichkeiten, Verpflichtungen begründen. Das bedeutet, dass die Länder, die sich diesen Verträgen anschließen, verpflichtet sein werden, die Empfehlungen der WHO umzusetzen. Dann haben wir auf der Ebene also der Länder die Verpflichtung, sie haben einen Lockdown zu deklarieren, sie haben einen Gesundheitsnotstand zu deklarieren, sie haben dafür zu sorgen, dass ihre Bevölkerung zu 70% geimpft sein wird, und zwar genau mit diesen Substanzen. Das ist nun die völkerrechtliche Verbindlichkeit. Bisher hatten wir das nur als Empfehlung, es wurde aber trotzdem in praktisch allen Ländern so umgesetzt, als wäre es ein Befehl gewesen. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass aus dieser Empfehlung der Status einer völkerrechtlichen Verbindlichkeit gemacht wird. Da müssen wir auch den Politikern sagen, ja,
Wie stehen denn die Chancen, dass Sie am Ende hier eine unabhängige eigene Überprüfung vornehmen werden, ob tatsächlich eine Pandemie existiert, ob wir tatsächlich diese Substanzen nehmen müssen und vor allem, was denn mit diesen Substanzen überhaupt bewirkt wird und was in diesen Substanzen drin ist? Sie haben das ja schon in der Vergangenheit nicht getan. Sie werden es wohl in Zukunft erst recht nicht tun. Nein, diesen Politikern muss man definitiv widersprechen. Sie haben nicht das Recht, sie haben nicht die Kompetenz, unser Grundrecht auf Selbstbestimmung auf Vorrat der WHO abzugeben, weil sie in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie die WHO eben überhaupt nicht überprüfen. Ich möchte gerne von diesen Politikern wissen, welche kritischen Überprüfungshandlungen haben sie denn vorgenommen, um gegenüber der WHO geltend zu machen, dass diese Substanzen giftige Toxine beinhalten, dass sie schädlichste Nebenwirkungen produzieren, dass die Nebenwirkungen dieser Substanzen in gar keiner Art und Weise im Voraus bekannt gemacht worden waren, dass auch diese virale Erscheinung Covid-19 oder dieser Erreger nicht diese Gefährlichkeit hatte, die ihm zugesprochen worden waren. All diese Dinge wurden ja niemals zum Thema gemacht. Und diesen Beweis müssten wir zuerst einmal sehen. Diese Aufarbeitung müsste zuerst einmal erfolgt sein, damit wir unseren Politikern und auch der WHO dieses Vertrauen schenken könnten, dass sie mit dieser Machtfülle auch tatsächlich verantwortungsbewusst umgehen und es nicht missbrauchen. Das hat aber gefehlt und deshalb habe ich kein bisschen Vertrauen gegenüber unseren politischen Vertretern in dieser Angelegenheit und erst recht nicht gegenüber der WHO. Herr Kruse hat es deutlich zum Ausdruck gebracht, wo er seine Kritikpunkte sieht bezüglich der WHO. Was haben Sie da noch zu ergänzen? So, ich ergänze immer gern aus der medizinischen Sicht, was der Philipp jetzt auch schon angesprochen hat. Das ist einfach für einen Mediziner, für einen Arzt, der wirklich mit dem Patienten in eine sogenannte Patient-Arzt-Beziehung tritt, das wirklich Beste, wenn man den Menschen, der einem gegenüber sitzt, ein hilfesuchender, heilsuchender Mensch, dass man den als Individuum erfasst. Und das bedeutet, dass ich den Patienten, der zu mir kommt, und so habe ich das in meiner Praxis gehandhabt, so sehe, dass ich sage, wenn ich jetzt dieses Problem hätte, was wäre das Beste in dieser Situation, wenn meine Mutter vor mir sitzt? Was wäre die beste Situation für sie? Und so habe ich immer versucht, meinen Job zu machen. Und es war egal, unter welchem Zeitdruck, ich habe mir immer diese Zeit genommen für eine ordentliche Anamnese, für eine natürlich, und das gehört auch immer dazu, für eine Diagnostik. Da sind mitunter auch Laborwerte mit eingeschlossen. Das ist aber auch ein seelisches Befinden zu hinterfragen. Und dann kommen wir natürlich irgendwann zu einer Diagnose. Und die mag dann auch ganzheitlicher gefasst sein. Das machen Gott sei Dank viele Kollegen und auch naturheilkundlich arbeitende Kollegen. Und auch diese Sparte der Medizin wird immer stärker und hilft auch besonders den Impfgeschädigten. Da sehen wir gute Ergebnisse weltweit. Aber was ich sagen möchte ist, wenn man dann zu dieser Diagnose kommt und dann die Therapie nicht mehr als Arzt für diesen Patienten, wir haben ja das Studium abgeschlossen, wir haben einen Eid geschworen, also zuerst einmal nicht schaden ist einmal hippokratischer Eid Nummer 1. Wenn man dann hergeht und es wird hier von einer Institution, und das sind nicht von uns gewählte globale Entitäten, die mir als Arzt da reinpfuschen in diese Beziehung mit meinem Patienten, der sich vertrauensvoll an mich wendet, da muss man ganz klar sagen, Finger weg. Das ist unsere Patient-Arzt-Beziehung und da hat sich keiner einzumischen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wenn wir jetzt davon sprechen, vorher als nicht bindend beschriebenes wird dann plötzlich verbindlich, bindend, ja, dann kommt man genau in den Bereich, und zwar ist es da im Besonderen, ich sehe das als Medizinerin und habe mich hier durch Philipp Kruse auch sehr gut tief in die Materie hineinsehen können, Artikel 18 bei diesen internationalen Gesundheitsvorschriften, abgekürzt IHR, das ist, was die Leute oft hören, da geht es genau darum, wenn man hinschaut und sagt, ja, was wird denn dann diese Recommendations, steht auch so in den Verträgen, Binding, ja, diese Empfehlungen, die verpflichtend dann werden, das bedeutet, Verdachtspersonen zu karantänisieren. Das bedeutet, diese Substanzen, die dann vorgeschlagen sind, vorgeschrieben sind, zu nehmen. Das bedeutet, diese Testmaßnahmen machen zu müssen. Das bedeutet, die Maske tragen zu müssen und dergleichen und so fort. Und wenn man jetzt davon ausgeht, und der liebe Philipp Kruse hat das angesprochen, das Ganze ist ja dann auch, wenn man sich das Beispiel Schweden anschaut, das wäre jetzt so ein Beispiel, man könnte nicht sagen, wir schlagen einen anderen Weg ein als Nation. Das wäre einfach, nee, es geht jetzt nicht, kannst du nicht, weil du bist hier,
Du kannst nicht sagen, wir probieren es anders und dann kriegt eben dieser oberste Gesundheitsbehördendoktor den Knüppel auf den Kopf und am Ende hat er recht gehabt und eine Zeit lang wurde er diskreditiert bis dort hinaus in Schweden. Aber nein, auch das wäre in diesem Fall nicht mehr möglich. Jetzt mögen sich aber viele denken, ja, die Dr. Maria Huber-Mock, die hat was drauf. In der WHO sitzen sicherlich lauter so Kapazunder, lauter so top ausgebildete Mediziner, Ärzte, Wissenschaftler. Sicherlich 90% werden dort so gut ausgebildet sein und ein bisschen macht noch Verwaltung, oder? Ja, wenn man sich den Generaldirektor anschaut, Tedros, und ich kann seinen zweiten Namen nicht aussprechen und der dritte ist dann noch Ghebreyesus und das hat das ist eben die Vorgeschichte, da wird der Name genommen und dann Name vom Vater und vom Großvater, also um das zu beschreiben. Dieser Herr Dr. Tedros hat in Äthiopien, und da gibt es auch sehr gute Recherche darüber, wurde auch unter der Akte Tedros mal zusammengefasst, sehr gut aufgebracht, der hat in einer Organisation als hohes Tier mitgewirkt, die sich TPLF nennt. Und da ist nachweislich, da ist auch Völkermord passiert und auch gegen ihn hat es in der Vergangenheit schon Anzeigen in seinem Heimatland Äthiopien gegeben. Was daraus geworden ist, ist mir jetzt nicht ganz klar. Er ist auf jeden Fall einmal kein Dr. Med Unif, wie das so schön in Österreich heißt. Und es ist für mich tragisch, dass schier der Umstand, dass Herr Dr. Tedros in der Früh aufwacht und sagt, es wäre jetzt Zeit, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, sagen kann, ich mache das jetzt. Und dann gibt es ein Beratergremium und jetzt kommt der Gag. Das Beratergremium könnte sagen, machen wir es nicht. Und er könnte sagen, mache ich trotzdem. Und das hatten wir bei den Affenpocken im Juli 2022. Da hat sogar der Beraterstab gesagt, nein, rufen wir jetzt nicht das weltweite Pandemie aus. Er hat es trotzdem gemacht. Und der Philipp hat das auch schon angesprochen. Unter dem One Health Aspekt sprechen wir nicht nur von irgendwelchen Viren und pathogenen Krankheitserregern sozusagen, sondern wir sprechen hier auch, da kann das Klima ein Grund sein, für einen sogenannten Fake Public Health Emergency of International Concern. Das sage ich deshalb auf Englisch, weil die Zuseher das vielleicht schon öfters gehört haben, PHEIC abgekürzt, und da kann aber genauso die Biodiversität ein Grund sein. Ein Pathogen bei Mensch, ein Pathogen bei Tier, da kommt alles mit hinein und jetzt rufen wir mal eine Pandemie aus. Und dann, und das wäre super, wenn das der Philipp im Folgenden auch erklären kann, dann muss man sich eben auch überlegen, ja, wer sind denn da die Geldgeber dieser Institution, was gibt es da für möglicherweise auch Interessenskonflikte, und wenn man dann da näher hinschaut, dann sind wir hier fernab von einer ganz lieben Organisation, die super gut mit der Bevölkerung meint. Das Problem ist aber, und ein Freund von mir hat sich den Spaß gemacht und ist in Deutschland mit seiner Kamera herumgegangen und hat wirklich Leute gefragt, würden Sie mir in die Kamera sagen, werde ich vielleicht auch mal veröffentlichen, was Sie von der WHO wissen. Und diese Leute haben gesagt, ja, das ist die Gesundheitsorganisation, die kümmern sich um unsere Gesundheit. Und ungefähr, das waren so 30- bis 90-Jährige, die er befragt hat, das war die Aussage von 85% der Menschen. Wie kommt man dieser WHO bei? Sitz in Genf. Ich meine auch mal gehört zu haben, dass die im Grunde genommen so etwas wie Immunität genießen. Also die Schweizer Polizeibehörde darf zum Beispiel das Gelände nicht betreten und darf auch nicht gegen die WHO ermitteln. Also was kann man tun? Naja, stellen wir uns einmal den extremstmöglichen Fall vor. Stellen wir uns vor, die WHO würde Substanzen empfehlen, welche nachgewiesenerweise nicht zur Heilung beitragen, sondern Gift beinhalten würden. Stellen wir uns diesen abstrusen Fall einmal deutlich vor. Sie würde auf Deutsch gesagt Gift empfehlen. Und durch dieses Gift würden Menschen sterben. Und stellen wir uns vor, die WHO wüsste, dass diese Substanzen tatsächlich giftig sind und vielleicht wüsste sie es schon seit Jahrzehnten. In einem solchen Fall kann sie sich nicht auf ihre Immunität berufen, weil die eigene WHO-Verfassung, nämlich in Artikel 66, die Immunität, die Verfolgungsfreiheit, die Freiheit von der strafrechtlichen Verfolgung, nur auf diejenigen Handlungselemente beschränkt, die eben in der Verfolgung des Zwecks der WHO begründet sind. Wenn also die WHO anstatt die Gesundheit zu schützen, die Gesundheit beschädigt und sie macht das dauerhaft und sie macht das auch mit Wissen, dann kann sie sich nicht auf diesen Immunitätsartikel berufen. Und dann könnte man die WHO als eine ganz normale Organisation an ihrem Hauptsitz in Genf wegen gesundheitlicher, gesamten Spektrum des Strafrechts im Zusammenhang mit Gesundheitsschädigung und mit Tötung tatsächlich anklagen. Und dann könnte sich tatsächlich die WHO auch nicht auf ihre Immunität berufen. Und das restliche
wäre dann eine Frage auch der Politik. Wie verhält sich dann ein Schweizer Bundesrat, der darüber hinaus, ja, der WHO, aufgrund eines eigenständigen Vertrages auch noch Immunität zugesichert hat, in welcher diese Einschränkung nicht existiert? Da müsste man dann beginnen zu fragen, ob sich nicht vielleicht die Schweiz einem Risiko aussetzen würde, wenn sie solche offensichtlichen Rechtsverletzungen mit einem eigenständigen Immunitätsmantel schützen würde. Denn irgendwann mal früher oder später würde ja das Unrecht doch ans Licht kommen. Und dann möchte man doch wohl nicht als ein Schutzstaat dastehen, der wider besseres Wissen einen Straftäter geschützt hat. Das ist, wie gesagt, nur höchst hypothetisch. Aber man muss sich ja in diesen Zeiten auch in sämtliche Richtungen Gedanken machen. So hypothetisch war das gar nicht. Sie haben auch das Wort Klage erwähnt. Sie sind ja auch derjenige, der die Klage gegen die Swissmedic vorantreibt. Und wenn ich mich da recht erinnere, dann wäre inhaltlich diese Klage gegen die Swissmedic eigentlich die Vorlage für eine Klage gegen die WHO. Sagen wir mal so, zunächst ist es nicht eine Klage, es ist eine Strafanzeige. Mhm. Die Strafanzeige richtet sich gegen Swissmedic, eingereicht zum ersten Mal Mitte Juli 2022. Und weil wir gesehen haben im Verlaufe der Zeit, dass sich die Evidenz in Bezug auf den Nachweis der Schädlichkeit und der Nutzlosigkeit, aber auch die Evidenz zum Nachweis, dass diese Substanzen gar niemals hätten verabreicht werden müssen, selbst dann nicht, wenn sie einen Nutzen gehabt hätten, diese gesamte Evidenz hat sich förmlich dermaßen schnell aufgetürmt, dass ich gesagt habe, das Team, wir arbeiten weiter. Ich habe ein hervorragendes eigenes Team gehabt und ich habe zusätzlich auch noch die Hilfe gehabt von mindestens einem Dutzend Wissenschaftlern, die pro bono mitgewirkt haben an diesem Projekt. Und ich habe in der Zwischenzeit dank der Hilfe dieses großartigen, großen internationalen Teams vor etwa 2 Wochen die vollständig überarbeitete und verbesserte Strafanzeige 2.0 eingereicht. Und ja, die Frage ist, ob man das nun als Blueprint, als Vorlage, ehrlich gesagt, die Evidenz kann man tatsächlich nutzen, denn das, was die Swissmedic gewusst haben muss, das, was die Swissmedic getan hat, alles das wusste die WHO ja auch. Sie beruft sich ja auf ihren globalen Führungsanspruch in Sachen Gesundheit. Sie will ja in Zukunft ja auch das Wahrheitsministerium in Sachen Gesundheit wahrnehmen, weil sie höchste Kompetenz beansprucht. Ja gut, jemand, der allerhöchste Kompetenz beansprucht, der muss sich auch mit den allerhöchsten Maßstäben messen lassen. Und so gesehen könnte man in der Tat, könnte jeder Zuschauer in der Tat diese Evidenz der Strafanzeige, die wir bald publizieren werden, selber zu einer Strafanzeige gegen die WHO nutzen. Wir dürfen aber nicht darauf hoffen, dass es die Schweiz ist, die Schweizer Regierung, die ja selbst Immunität erklärt hat. Wer könnte der Kläger sein? Kläger könnte jeder sein, der durch diese Substanzen verletzt wurde, der sich den Nachweis erbringen kann, dass diese Substanzen ihn an seiner Gesundheit geschädigt haben. Alles Weitere ergibt sich aus der Strafanzeige selber, nämlich dass diese Schädlichkeit sämtlichen Aufsichtsbehörden seit langem bekannt war. Das wäre ein aufsehenerregender Fall, der irgendwann einmal sicherlich auch verfilmt gehört und dann ausgestrahlt wird, hoffentlich bei Auf 1. Denn das wäre echt ein Krimi. Desinformation, ein Wort, das eine große Rolle spielt, auch in den Verträgen. Denn es soll ja dann auch den Mitgliedstaaten auferlegt werden, dass sie verhindern, dass jedwede andere Meinung auch publiziert wird. Und das wird sogar unter Strafe gestellt, wenn ich richtig informiert bin. Was wissen Sie darüber? Genau, und da müsste mir der Artikel jetzt von Philipp noch zugeflüstert werden. Aber hier geht es tatsächlich, Sie haben sogar das Wort mit eingebracht bei der WHO, das nennt sich dann Infodemics, also nicht Pandemics, sondern Infodemics. Wo ist das geschrieben, lieber Philipp? Ja, im Pandemievertrag Artikel 18, genau. Und in den internationalen Gesundheitsvorschriften Artikel 44, also buchstäblich in beiden Rechtsinstrumenten, genau. Dermaßen wichtig erscheint es der WHO. Und eben, was ich vorher sagte, 18 bei den Gesundheitsvorschriften war das, was ich gesprochen habe mit Quarantäne und man muss Substanzen nehmen. 18 bei dem neuen WHO-Vertrag ist eben dieses Thema Infodemic bzw. 44 bei den Gesundheitsvorschriften. Also das gibt wirklich das nachzulesen, auch für die Leute, auch diese Werke sind online bitte einzusehen. Also das kann man direkt über die WHO-Webpage kann man da zugreifen auch. Das ist nämlich spannend, weil es nachlesbar ist für jeden, auch der hier skeptisch ist, unseren Äußerungen gegenüber. Und bei dieser
dieser Infodemic ist es natürlich sehr interessant. Ja, was fällt denn da drunter? Und da geht es genau auch um die Medien. Da geht es um Ärzte, die anders aufklären, als sie es dürfen. Und da erinnere ich mich noch an eine sehr dunkle Zeit in Österreich, im besonders November 2021, als er von der österreichischen Ärztekammer ausgeschickt wurde. Es gibt sozusagen keine abweichende Meinung von dem, was hier wir euch sagen, was ihr zu diesen Substanzen erzählen könnt. Und ansonsten wird das unter Disziplinarverfahren, also Disziplinarstrafen im Grunde auch gestellt. Und hier sind wir, was wir hier in Österreich im Kleinen hatten und bei anderen Ärztekammern weltweit, genau bei einem Punkt angekommen. Ich möchte auch dazu sagen, Dr. Ryan Cole hat zum Beispiel hier seine Versicherungsmöglichkeiten verloren. Der hat sein ganzes Laboratorium, sein Pathologielaboratorium nicht mehr versichern können. Also da muss nur eine Diagnose falsch sein, dann bist du auf ewig verklagt. Gerade in Amerika, der kann jetzt, weil er keine Versicherung mehr bekommt, nicht mehr als Pathologe arbeiten. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also ganz unterschiedliche katastrophale Umstände und Fallbeispiele aus den einzelnen Ländern. Und wenn wir jetzt zu den Medien kommen, und da sind wir genau dort, wo ja jetzt auch in Frankreich beschlossen wurde, dass tatsächlich solche so gestreuten, von den Regierungen genannten und Organisationen genannten Desinformationen hier unter Strafe gestellt werden, und zwar nicht nur hohe Geldstrafen, hier geht es tatsächlich auch um Freiheitsverlust. Und da sind wir dann noch beim nächsten Thema, dass ich unbedingt mit reinbringen möchte, ja, wo ist denn dann die Meinungsfreiheit, die wird hier beschnitten? Ja, wo ist denn dann die Pressefreiheit, die wird hier beschnitten? Und in dem Zusammenhang möchte ich es nicht missen, wenn ich das Wort Pressefreiheit in den Mund nehme, auch noch einmal zu sagen, und auf eins hat wunderbar aus London auch berichtet, ich habe das verfolgt, danke dafür. Wir sind auch mit vielen Journalisten, die enger an Stella Assange, seiner Frau, dran sind, in Kontakt. Bitte vergessen wir nicht auf Julian Assange, und ich bitte alle Menschen, die darüber Bescheid wissen, dass sie auch wirklich aufklären, dass sie ihren Nachbarn davon erzählen, so wie sie den Nachbarn davon erzählen sollen, dass sie sich bei einer nächsten Impfwelle definitiv nicht wieder von den Regierungspropaganda-Werbesendungen, die noch so verrückt sind und trotzdem leider von einem indoktrinierten Gehirn auch geschluckt werden, beeinflussen lassen sollen. Und dass man hier wirklich auch sagt, Pressefreiheit kann mitunter im Knast enden, also die nicht eingehaltene Pressefreiheit. Und wenn das dann hier mit hineinspielt, dann schlägt es 13 auch für die besonders aufklärenden neuen, wir sind euch sehr dankbar, Medien. Herr Kruse, Sie haben mal in einem kleinen, illustren Kreis die Rolle des Arztes übernommen, der seinem Patienten anhand der geplanten Vorschriften, der Vorhaben der WHO aufzeigt, wie zukünftig so eine Patienten-Arzt-Situation aussehen kann. Mhm. Ich räume Ihnen jetzt mal diese 3, 4, 5 Minuten ein, die Sie dafür benötigen, und verdeutlichen Sie bitte mal unseren Zuschauern, wie Sie dann als Arzt agieren können. Ich fand diese Ausführungen von Ihnen damals faszinierend, und wir haben Sie noch nie bei Auf 1 gehabt, deshalb Bühne frei, sie gehört Ihnen. Sie wissen, was ich meine. Also mit Silvia Behrendt war der Philipp zum Glück schon einmal bei Auf 1. Ja, wir wissen, dass Herr Kruse Stück war bühnenreif, und genau. Das war wirklich schön zu sehen auch. Ich war sehr überrascht, weil Philipp kam da mit einer Spontan-Performance bei einem Vortragsabend der Stadtzeitung am Bodensee, und das hast du fantastisch gemacht, und ich habe Gänsehaut bekommen. Also schlüpfen Sie mal bitte in die Rolle des Arztes her. Dr. Kruse. Also ich möchte vorausschicken, das ist deshalb entstanden, weil ich ab und zu Vortragsabenden eingeladen werde, wo mir dann kurzfristig gesagt wird, bitte vereinfachen Sie das Ganze auf 5 Minuten. Und wenn man nur 5 Minuten zur Verfügung hat und man muss es vereinfachen, man muss es auf den Punkt bringen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als zu sagen, ja gut, also stellen Sie sich Folgendes vor, ich bin Ihr Arzt und ich möchte Sie für die Zukunft schützen. Ich biete Ihnen einen Arztvertrag wie folgt an, der alles vereinfacht und der Sie vor allen möglichen Epidemien schützt. Mit folgenden Punkten. Erstens, ab sofort bestimme ich, wann Sie krank und wann Sie gesund sind. Denn das Problem ist, Sie können gar nicht genau wissen, wann Sie wirklich krank sind, selbst dann, wenn Sie sich gesund fühlen. Punkt Nummer 2, wenn ich bestimme, dass Sie krank sind, dann bestimme ich auch, was Sie dann zu tun haben. Das kann sein, Sie bleiben bis auf Weiteres zu Hause. Es kann sein, dass Sie sich mit Tests testen lassen müssen, die nur ich kenne. Und vor allem aber
ist es durchaus möglich, dass ich Ihnen sage, Sie müssen sich mit ganz bestimmten Substanzen injizieren lassen, die meine Kollegen kurzfristig bereitgestellt haben. Was sind das für Kollegen? Ja, das sind Kollegen, die meine Arbeit finanzieren und die diese Substanzen auch sehr rasch bereitstellen können. Und bitteschön, eines kann ich Ihnen sagen, diese Substanzen wird man nicht klinisch getestet haben. Das wird auch nicht nötig sein. Das Dritte ist, was sehr wichtig ist in diesem Behandlungsverhältnis, ich dulde keine Zweitmeinung. Das ist hier nicht vorgesehen. Sie können mir da vollumfänglich vertrauen, denn ich habe die Universalkompetenz und die Weisheit mit Löffeln geschluckt. Und im Übrigen habe ich es auch nicht gerne, wenn man später im Falle von Nebenwirkungen mich in irgendeiner Weise belangt, denn wichtiger Bestandteil dieses Arztbehandlungsvertrages ist meine absolute Immunität und auch, dass ich niemals rechenschaftspflichtig sein werde. Das Ganze lässt sich ja dadurch rechtfertigen, dass ich Ihnen die gesamte Bürde Ihrer Entscheidung abnehme. Denn die Welt heutzutage ist dermaßen komplex, es schwirren dermaßen viele Viren und Bakterien in der Luft herum. Das können Sie alles gar nicht selber beurteilen. Deshalb ganz einfach, vertrauen Sie mir, schließen Sie diesen Vertrag ab. Er wird gültig sein bis an Ihr Lebensende und Sie werden die Sorge der ganzen Entscheidungen werden Sie los sein. So einfach ist das Ganze. Und so kann man also in etwa 4 Minuten erklären, was der Gegenstand dieser Gesundheitsvorschriften ist und nichts anderes ist es. Na, werte Zuschauer, würden Sie diesen Arzt als Ihren Arzt des Vertrauens bezeichnen? Würden Sie sich diesem Herrn anvertrauen? Überlegen Sie sich das ganz genau. Also im Grunde genommen etwas einfach auf den Punkt gebracht, aber genau darum geht es ja auch. Frau Hubmer-Mock, jetzt geht es ja auch darum, dass wir Zuschauer, wir normale Menschen uns die Frage stellen dürfen, was können wir denn jetzt tun? Sie waren ja auch eine gewisse Zeit lang eine normale Ärztin, die aber sukzessive ihr Wissen erweitert hat, gemerkt hat, boah, da läuft einiges falsch auf dieser Welt und dann haben sie Gesicht gezeigt und gehen jetzt noch mal einen Schritt weiter. Jetzt engagieren sie sich auch noch politisch. In der letzten Auf 1 Spezialfolge hat auch Stefan Magnet das angesprochen. Gehen Sie in die Politik, gehen Sie wählen, zeigen Sie Gesicht. Das sind jetzt konkret die Schritte, die Sie unternehmen. Was haben Sie vor? Erklären Sie es unseren Zuschauern. Also erstmal, ich habe mir vor 3 Jahren nicht gedacht, dass ich jemals sage, ich setze den Schritt in die Politik. Das muss ich gleich einmal vorwegnehmen. Ich habe auch einen 5-jährigen Sohn. Und ich habe einen fantastischen Ehemann, der hier auch unterstützt, dass ich jetzt in die Politik gehe. Und ich habe diesen Entschluss deshalb gefasst, weil sich durch enge Zusammenarbeit seit dem letzten Sommer, im Grunde seit dem International benannten damals noch Covid-Summit Nummer 3 im Mai in Brüssel, wirklich auch schon sehr gute Verbindungen mit den Members of European Parliament geschlossen haben. Es haben sich fast schon Freundschaften mit dem einen oder anderen entwickelt. Und ich wurde im Grunde gar nicht jetzt so direkt selber bin ich nicht auf die Idee gekommen, sondern ich wurde da so ein bisschen hingepusht mit einem amikalen Schlag auf meine Schulter, mit Englisch, mit kroatischem Akzent gesprochen. Maria, you're a true diplomat, you should go into politics. Das hat einer der MEPs aus Kroatien, der auf unserer Seite ist, gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, um Gottes Willen, ich kann ja nicht nonstop in Brüssel wohnen, ich habe Familie hier, bis man dann das Ganze erklärt bekommt und weiß, man hat sozusagen zu den Plenarsitzungen in Straßburg zu sein. Man ist natürlich auch in den anderen Wochen immer wieder in Brüssel, aber das Ganze so, dass man auch ein Teammember vor Ort hat, dass man nicht nonstop nicht in Österreich ist. Man kann hier wirklich aus dem Büro zu Hause auch viel tun. Und natürlich ist das Ganze immer noch ein Kraftakt, das mit der Familie zu verbinden, aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich habe wirklich sehr große Kundgebungen selbst organisiert, mit großartigen Teams immer in der Unterstützung, mit großartigen Kollegen, die auch Gesicht gezeigt haben und wir haben viele Interviews gegeben. Auch auf 1 hat uns immer wieder die Plattform geboten und dafür danke ich wirklich auch besonders Stefan Magnet und dem gesamten Team, dass wir hier unsere Botschaft hinausbringen. Aber es ist immer dann genau das Problem, dass man irgendwo dann ansteht. Und ich sage es jetzt am Beispiel des Gerald Hausers, der spricht im Nationalrat zur WHO. Der wird gefilmt, die Kamera ist voll drauf, das kannst du nicht wegradieren.
Da kann keiner sagen, er hätte es nicht gehört. Und ich möchte deshalb den Schritt in die Europapolitik setzen, weil ich mir immer schon leicht getan habe in dieser internationalen Vernetzung. Ich habe eine ganz große Affinität gehabt seit meinem 10. Lebensjahr. Ich wollte immer super gut Englisch lernen. Ich habe damals nicht gewusst, warum, jetzt weiß ich es. Und es ist dieses, dass ich jetzt schon wirklich auch mit Nachhilfeunterricht, wo ich im Januar in Straßburg bei Rob Roos war und seinem Team, auch wirklich komplett erklärt bekommen habe, wie funktioniert die EU. Die EU-Kommission, dann gibt es noch den Europäischen Rat, der hat damit nichts zu tun. Wie funktionieren diese Abstimmungen, wie funktionieren diese Anträge, die man einbringt? Das ist hochkomplex, also mein Kopf hat geraucht. Ich komme auch noch einmal zu einer weiteren Nachhilfeunterrichtssession, aber ich sage, ich bin bereit, das aufzunehmen, weil ich der Meinung bin, dass das Einzige, wie es gelingen kann, ist, dass Leute, die aufrichtig sind und die ehrlich sind und die authentisch sind und die das meinen und die wirklich viel eingebracht haben, ja, dass die sich verbünden, dass die aus aller Herren EU-Länder sich jetzt aufstellen lassen, jetzt im Fall der EU, und dass die sagen, okay, wir packen es an und wir werden uns dann in der EU zusammenrotten, dass es eben nicht bei diesen 5, 7, maximal 12 Gesichtszeigern in der EU, diesen mutigen MEPs, die wir kennen, bleibt, sondern dass wir mehr werden. Und es wird sicher, und das darf ich bitte auch berichten aus dem EU-Parlament, einen Shift geben, denn mir hat auch Rob Roos gesagt, die Linken und die sozialistischen Parteien, die versuchen jetzt noch reinzuhauen, was geht, weil ihre Periode endet Ende April, dann kriegen sie sozusagen frei für den Wahlkampfzeitraum. Und da haben die gesagt, die pushen jetzt Anträge, das kannst du dir nicht vorstellen. Die wokesten, verrücktesten Ideen. Nur ich bin mir also ganz, ganz überzeugt, dass eben dieser Ruck Mitte, Mitte rechts, aber was bedeutet schon rechts und links heutzutage? Ich sage wieder, der Ruck in Richtung Hausverstand passiert, dass entsprechend die Parteien, die sich hier für die Menschen eingesetzt haben, auch entsprechend gut aufgestellt sein werden und die können dann wirklich gemeinsam, wenn sie plötzlich zur zweitstärksten Fraktion vielleicht mutieren, wirklich was bewirken. Und ich weiß, für Österreich auf der nationalen Ebene fühle ich mich gut vertreten und in der EU, da möchte ich jetzt den Schritt reinsetzen, weil da hat mir einfach gefehlt, dass ich da mich nicht so vertreten gefühlt habe in der Zeit der Impfpflicht, die wir in Österreich ausgerufen hatten. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Jetzt fragen sich die Zuschauer, jawohl, die Frau, die klingt kompetent, die will sich einbringen. Für welche Partei? Wie kann ich sie wählen? Ich möchte mich benennen als, und das ist nämlich jetzt genau der Punkt und das ist ganz einfach erklärt, ich sehe mich als politische Vereinigung, mich und meine Kollegen im Team. Und wir möchten uns nur für diese EU-Wahl aufstellen. Wenn wir das schaffen, ist das super. Wenn das nicht gelingen sollte, ich habe nicht vor, in Österreich für eine Landtagswahl oder Nationalratswahl anzutreten. Da gibt es eben andere, sehe ich, die ich auch wählen werde. Und der Punkt ist, dass ich, wenn das gelingen sollte, mich natürlich voll einbringe. Ich habe auch einen tollen Partner mit mir auf der Liste. Wir haben eine Pressekonferenz, in der wir auch mehr und mehr erklären werden. Philipp Kruse gehört zu unserem Beirat. Das heißt, wir können nicht alles wissen. Wir haben Beiräte aus unterschiedlichen Gebieten. Matthias Desmet, der Psychologe aus Brüssel, gehört zu diesem Beirat. Wir wollen einfach verstehen, was läuft. Und ich kann an der Stelle sagen, unser Name ist, glaube ich, ganz gut am Zahn der Zeit gewählt. Demokratisch, neutral, wichtiger denn je die Neutralität, authentisch. Wir arbeiten ehrlichen Herzens mit vollem Einsatz. Es geht um weder uns Geld oder um irgendetwas anderes. Das haben wir bewiesen über Jahre, wo wir ohne Job und ohne Gehälter voll drauf sind. Und das ist uns auch wurscht, weil es geht um unsere Kinder. Und das ist eben DNA für Österreich. Und das ist DNA mit einer 4 Austria, DNA vor Austria.eu wird dann die Webpage sein, auf der dann alles zu finden ist, was zu unserem Wahlprogramm gehört. Und was macht Sie so optimistisch, dass Sie nicht die österreichische Christine Andersson werden? Also ich sage jetzt mal, ich bin auch mit Christine Andersen in Kontakt, was genau diese Politik betrifft, wo man eben voll drauf und voll in die Wunden der WHO hineindrückt und auch aufzeigt, was Sache ist mit den Experten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da gemeinsam noch lauter sind. Sie, viele andere und hoffentlich auch ich. Ein Beispiel, liebe Zuschauer, was Sie tun können, sich politisch engagieren, so wie das Frau Dr. Maria Hubmer-Mock macht, um dann im Europaparlament für Furore zu sorgen. Philipp Kruse, der Schritt in die Politik, ist das auch für Sie ein möglicher?
Ich habe mir das auch überlegt, aber es kommt für mich in der Schweiz nicht in Frage. Und zwar ganz einfach deshalb, weil ich meine Aufgabe darin sehe, als Rechtsanwalt meinen Beitrag zu liefern, damit hier eine Aufarbeitung geschieht und damit das Recht weiterhin oder wieder erneut gepflegt wird. Es muss Leute geben, die sich vollumfänglich darum kümmern. Würde ich in die Politik gehen, dann hätte ich nicht die Möglichkeit, noch meine bisherige Arbeit zu leisten. Aber ich unterstütze natürlich sehr gerne diejenigen, die mutig genug sind, an die Front zu gehen. Das habe ich bisher so gemacht und ich habe mich natürlich gefreut, als Maria mich angefragt hat, ob ich als Beirat zur Verfügung stehen könnte, um hier und da etwas juristische Substanz zu liefern. Mache ich sehr gerne und ich werde auch weiterhin auch andere Leute, die an der Front stehen, mit meiner Fachexpertise selbstverständlich unterstützen. Ich glaube, da ist mein richtiger Ort und das kann ich gut. Sie beobachten ja auch die Weltpolitik. Sie haben Ihren Aufenthalt in Washington auch genutzt, um mal einen Schwenk zur CPAC-Konferenz zu machen. Und dort trat kein Geringerer auf als der ehemalige Präsident Donald Trump. Sie haben sich da ins Publikum gemischt und haben sich den Mann mal angeschaut. Was waren Ihre Eindrücke? Das war wirklich sehr spannend, diesen Mann live zu erleben. Maria hat es bereits erwähnt, unsere Konferenz fand zufälligerweise am selben Tagungsort statt und das bekamen wir rechtzeitig mitgeteilt, wenn wir also Interesse hätten, uns den Trump live anzusehen. Da musste man sich natürlich vorher anmelden. Für mich war es sehr spannend zu sehen, wie er und überhaupt diese ganze Konferenz sich immer wieder um Dinge drehte, die ich nicht als extrem bezeichnen würde. Denn schon rein als Jurist merkt man, die einzige Rechtfertigung für einen Staat zu existieren ist, die Interessen des Volkes zu schützen. Das finden Sie bei Perikles, Sie finden das bei sämtlichen römischen Philosophen, griechischen Philosophen, französischen Rechtsphilosophen. Das ist überhaupt nichts Neues und ist nur halt etwas in Vergessenheit geraten. Und zwar in einem so großen Ausmaß, dass sich die Bevölkerungen in sehr vielen Ländern überhaupt nicht mehr richtig vertreten fühlen. Und wenn es dann Parteien gibt, die daran erinnern, an dieses Grundprinzip und sagen, wir müssen mal wieder unsere eigene Bevölkerung, die Interessen der Sicherheit, die Interessen der Familie, den Schutz der Kinder in den Vordergrund stellen, dann heißt es sofort, die sind rechtsextrem. Und ich habe genau mit dieser Betrachtungsweise zugehört, sind das jetzt Rechtsextreme oder sind da Menschen, die ganz einfach ihre eigene Familie schützen wollen, die wollen, dass die Kinder auch noch in der nächsten Generation sicher in ihren Städten leben können und nicht auf Deutsch gesagt ausgeraubt werden. Das ist ein ganz großes Thema gewesen. Kurzum, natürlich Trump ist Trump. Also ein großartiger Showman, aber er hat ja schon bewiesen in seiner ersten Amtszeit, dass er die Anzahl Kriege der USA auf Null runtergefahren hat. Und ich kann Ihnen etwas sagen, ich als Europäer, mein allergrößtes Interesse ist, dass die Amerikaner keine Kriege führen und dass sie vor allem keine Kriege provozieren, in denen Europa eine Rolle zu spielen hat. Und Trump hat das bewiesen, dass er die Kriege auf Deutsch gesagt auf Null runtergefahren hat. Meines Wissens hat er keinen Krieg begonnen und auch keinen geführt. Kleine Ausnahme Syrien, kurze Episode. Dann hat er gesprochen über die Flüchtlingssituation. Offenbar ist an der Südgrenze von den USA, das sieht man ja auch aus den Medien, eine ungeheure Dynamik da brechen. Hunderttausende von Menschen täglich in den Norden und verursachen Sicherheitsprobleme und Finanzprobleme. Und das Ganze passiert unkontrolliert, vollständig unkontrolliert. Es ist vollständig legitim für ein Land zu sagen, nein, wir möchten das selber bestimmen, wer zu uns kommt. So, das hat er in aller Klarheit gesagt. Zu meiner Amtszeit hatten wir dieses Problem nicht. Schaut, wo stehen wir jetzt? Biden hat die Schleusen geöffnet. Das hat er vereinfacht gesagt, natürlich verpackt in eine spektakuläre Rhetorik, aber ihn als rechtsextrem zu bezeichnen, muss ich sagen, wenn ich das so einfach als Verfassungsrechtler anschaue, nein, er hat ganz einfach auf seine spektakuläre Art den Leuten gesagt, wenn ihr mich wählt, dann
achte ich darauf, dass die Interessen der Bevölkerung wieder an die erste Stelle zurückkommen. Das war für mich spannend zu sehen. Natürlich ein Spektakel ohnegleichen, das es bei uns in Europa nicht gibt. Also wir mussten schon schmunzeln und auch ab und zu auf die Schenkel klopfen. Also es war ganz spannend, einfach dazu zu schauen. Für mich das Wichtigste, er hat nicht irgendeine Kriegserklärung abgegeben oder die Absicht, irgendwelche Kriege zu führen, sondern das Gegenteil. Er hat gesagt, wir müssen raus aus allen Kriegen. Und das muss ich sagen, es wäre höchst begrüßenswert, wenn die Amerikaner diese Philosophie ganz konsequent fortführen, raus aus allen Kriegen. Wir haben auf der Welt keine Kriege zu führen, keine Expansionspolitik zu führen. Das ist das Verderben der Menschheit. Ich möchte, dass meine Kinder in Frieden leben können. Ich möchte, dass sie ohne Kriminalität leben können. Und das gilt, glaube ich, für die Menschen in allen Ländern. Sie haben noch etwas anderes gemacht, Herr Kruse, das haben Sie mir im Vorgespräch auch geschildert. Sie mussten ja in Amerika, wie es da so üblich ist, auch sehr viel in der Schlange stehen, anstehen. Und Sie haben diese Zeit immer genutzt, um sich mit den Menschen zu unterhalten. Ja. Welche Eindrücke haben Sie gewonnen? Wie ist die Stimmung in Amerika, auch hinsichtlich der Präsidentschaftswahlen? Wie ist aber auch die Stimmung in Amerika, was die derzeitige Gesellschaftssituation anbelangt? Ganz ähnlich wie bei uns in Europa. Ich war aufgrund dieser WHO-Thematik bisher in 13 verschiedenen Ländern eingeladen. Ich habe mich mit den Menschen in 13 verschiedenen Ländern in Europa unterhalten. Die Gespräche in Washington waren überhaupt nicht anders, als ich sie in Schweden, Dänemark, Kroatien, Frankreich, wo auch immer geführt habe. Die Menschen machen sich größte Sorgen um die Zukunft. Sie fühlen sich unsicher. Sie machen sich Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, um die Sicherheit der Kinder. Sie machen sich Sorgen um die Schulerziehung ihrer Kinder, dass den Kindern Dinge beigebracht werden, die sie überhaupt nicht fördern. Wokismus, frühkindliche Sexualerziehung, die überall gepusht wird. Und dann haben mich auch viele Leute nach meiner Meinung gefragt. Und sie haben mich danach gefragt, sagen Sie, sind wir jetzt in Ihren Augen rechtsextrem? Und dann habe ich gesagt, alles, was ich jetzt höre, das sind auch meine Anliegen. Ich bin Vater von 2 Kindern, die sind 13 und 18 Jahre alt. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in Migrationskrisen aufwachsen, in kriegerischen Situationen. Ich möchte Frieden haben. Ich möchte, dass Kinder eine Chance haben, ihr eigenes Leben zu leben. Und das sind Werte und Anliegen, die im Zentrum jeder Zivilisation stehen und zu deren Erhalt wir alle beitragen müssen. Und wenn wir das können, dann gehen wir in die Politik oder wir können das auf andere Weise tun. Aber ich möchte all denjenigen, die ein solches Wertesystem als rechts bezeichnen, denen möchte ich sagen, es wäre extrem, solche Grundwerte als rechtsextrem zu bezeichnen. Das sind die Werte, die wir schützen müssen. Denn ohne diese Basis fehlt uns die Lebensbasis. So einfach ist das. Sind das die Auswirkungen des Great Reset, die Sie in Ihren Reisen in den 13 verschiedenen Ländern festgestellt haben? Ich glaube, das sind die Auswirkungen einer Politik der letzten 20, 30 Jahre, die eben nicht die eigene Bevölkerung zuallererst gestellt hat, sondern die Interessen von, ich sage jetzt mal, Großkapital, ausschließlich globalistisch ausgerichteten Interessen. Und da hat man einfach deutsch gesagt, die eigene Bevölkerung übergangen. Man hat ihr keinen Stellenwert mehr gegeben. Und ganz besonders extrem sieht man das ja in Deutschland zurzeit. So ist das. In Deutschland gibt es heftige Diskussionen in der Bevölkerung. Da ist auch die Spaltung sehr, sehr groß. Kriegen wir denn unsere Herausforderungen in den Griff? Sie haben gerade angesprochen, Frau Dr. Hubmer-Mock, dass es in Genf zu einer Demonstration kommt. Jetzt beginnt die Tagung am 24.05. Sie demonstrieren am 1.06. Wann fallen denn die Entscheidungen? Genau, und zwar ist es so, dass wir erstmal nochmal Mitte April, und zwar in dem Rahmen möglicherweise wieder EU, wenn sich das noch ausgeht zeitlich bei den MEPs, Members of European Parliament, oder sonst in einem anderen Rahmen, eine Konferenz machen werden, die wird live gestreamt, wo nochmal Philipp Kruse, Silvia Behrendt, lauter solche Kapazunder noch einmal, ob sie direkt dann sprechen oder im Hintergrund mitwirken in diesen großartigen Teams dieser Rechtsanwälte und Juristen, wirklich noch einmal sagen, was ist Stand der Vertragsverhandlungen jetzt, also Mitte April. Wir wollen dann noch einmal ganz genau aufklären. Und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, gut, jetzt sind wir nach diesen möglicherweise schon Abstimmungen dann in Genf. Dann heißt es ja, da seid ihr zu spät. Da sind wir nicht, weil wir klären ja die längste Zeit schon auf. Aber wir wollen dann sagen, so, das ist jetzt passiert. Jetzt haben wir den 30. Mai. Das ist Stand der Dinge. Und
Wir haben gesagt, wir wollen definitiv mit dieser Aktion, dass wir hier weltweit hinausstrahlen. Es wird auch, wir haben mit Amerikanern gesprochen, es wird wahrscheinlich auch einen Livestream von einem großen The Highwire von diesem Netzwerk geben, dass wir sagen, es gibt Watchpartys, wo Leute sich treffen, wo Leute dann sich zum Frühstück treffen, zum Brunch treffen, in Australien zum Barbecue-Abend, Samstag treffen und die zeigen uns, wir sind hier und da kann es auch große Public Viewings geben, wir sind dabei. Und wir sind so, dass wir sagen, wir fürchten uns hier nicht. Wir kommen genau in diese Höhle des Löwen, wie ich vorher gesagt habe. Auf Englisch heißt das sehr schön The Belly of the Beast, ja. Und wir möchten ganz klar aufzeigen, dass egal, was da jetzt passiert ist, ist ja die nächste Etappe, dass es dann noch einmal durch die nationalen Parlamente geht und dass es hier einfach ganz klar die Bevölkerung zeigen muss, wir machen da aber ganz sicher nicht mit. Ein ganz klares Nein zu diesem Irrsinn. Und was ich bitte noch ergänzen möchte, Philipp hat es gesagt, er hat so viele Länder bereist. Es ist hier jetzt, Philipp ist auch ein sehr bescheidener Mensch, wie ich ihn erleben darf, auch als lieben Freund von mir. Also er war in den Parlamenten dieser Länder. Jetzt unlängst hat er eine Tour hingelegt, da war er im Parlament in Großbritannien, in Irland, dann hat er vor dem Erbprinzen in Liechtenstein bei einem Vortrag gesprochen und darüber hinaus dann noch in Norwegen. Davor war er in Estland, in Italien, in Schweden, in Island in den Parlamenten. Wir reden hier von den Parlamenten. Er ist dann nicht zu einer Vortragstour gefahren, in die Parlamente. Und da waren Mass Imeno mehr oder weniger Zuhörer. Und was ich auch noch sagen wollte zu dieser Konferenz, also der Philipp hat das besser, hätte ich es nicht beschreiben können, wie wir auch dann den Auftritt Trumps wahrgenommen haben. Ich persönlich habe immer gesagt, wenn ich Amerikanerin wäre, würde ich dieses Mal für Robert F. Kennedy Jr. sein, weil der einfach Big Pharma, schon längst Big Food und Big Agriculture, Monsanto, da hat er auch Lawsuits gegen die gewonnen, einfach voll schon längst macht. Nur, ich sag jetzt mal so, Politinteressierte, die hier ein bisschen tiefer drinnen sind, munkeln, vielleicht kann er ja auch in einer der einen oder anderen Position. Es ist die Hoffnung nicht riesig, dass er wirklich gewählt wird. Wir haben einige Leute gefragt, unsere Taxifahrer zum Beispiel, wissen Sie, dass Robert F. Kennedy Jr. antritt? Nee, nie gehört. Ja? Das heißt, es wird in die eine oder andere Richtung gewählt werden, republikanisch oder demokratisch. Wir hoffen das Erstere in diesem Zusammenhang. Und der Punkt ist, vielleicht kann ja dann jemand wie ein Robert F. Kennedy Jr. anders im Weißen Haus mitwirken. Und das würde mir extrem taugen. Das wäre für Amerika wirklich ein toller Shift. Und zur Grenze wollte ich noch kurz sagen, an der Grenze, das muss man erwähnen, ist mir wirklich ganz wichtig. Erstens mal, hier wird ein Tourismus betrieben, wo in China, da sind ganze Videos und Anleitungen, wie man über diesen und jenen Weg da so dann über Südamerika, Mittelamerika dann in Amerika landet. Amerikaner sagen auch, kommt in unser Land, aber legal, okay? Macht das mit, was es an Documents braucht und an Dokumenten seid dabei. Und man muss eines sagen, und das ist das, das habe ich gehört in einem Vortrag bei der CPAC-Konferenz, nach dem Trump waren dann noch zwei Redner und dann kam mein Superstar, das ist Tim Ballard. Er ist dieser Polizist, der im Sound of Freedom verkörpert wurde durch Jim Caviezel, und zwar der Kinder aus Child and Human Sex Trafficking befreit. Der Film Sound of Freedom basiert auf einer wahren Begebenheit und er war in einem, mit einer investigativen Journalistin war er dort und auch mit dem Filmemacher Eduardo Verastegio. Und dieser Producer, man stelle sich vor, ist Mexikaner und was macht er? Er kandidiert auch für ein politisches Amt, nämlich für den Präsidenten in Mexiko. Und das hat mich sehr gefreut, weil wenn solche Menschen, die Kinder wirklich Sexhandel bekämpfen, jetzt in die Politik gehen. Also das ist etwas, das ist absolut zu unterstützen. Und diese Heroes dort zu sehen, im Rahmen dieser CPAC-Konferenz, auf der Common Sense heißt das bei den Amerikanern, das heißt einfach dieses, ich sage jetzt mal, das Bauchgefühl einer Mutter, das ist doch nicht gut fürs Kind, das ist dort auch von den sogenannten Moms of America gebracht worden. Und da kann man sich, wie das der Philipp schon gesagt hat, in vielen Meinungen ganz klar sagen, ja, so geht es mir auch. Und die Grenzen, da ist wirklich der Punkt, an den Grenzen passiert oft wirklich ein Business mit Kinderhandel. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, was ich Ihnen eingangs dieser Ausgabe von Auf 1 Spezial sagte, mit den richtigen Experten an seiner Seite wird das Ganze ein bisschen angenehmer. Ich hoffe, dass Ihre Zuversicht heute Abend bzw. jetzt hier bei dieser Sendung auch größer geworden ist. Sie wissen auch, was zu tun ist. Verbreiten Sie insbesondere die Informationen, die Sendung. Bleiben Sie uns treu mit den Sendungen bei Auf 1 und engagieren Sie sich. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir alle Gesicht und Flagge zeigen, dann kriegen wir die Probleme auf dieser Welt auch sukzessive in den Griff. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, alles wird am Ende gut. Ich sage vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Dr. Maria Hubmann-Mock. Danke. Und Philipp Kruse für dieses wunderbare Gespräch und für diesen optimistischen Ausblick. Und Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.